Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Der fromme Franziskaner wird von seinem Bischof nach Afrika geschickt, um das Wort Gottes zu verkünden und um Heiden zu taufen. Er kommt also in ein Dorf, in dem noch viele Ureinwohner leben, die ihre alten Naturgötter anbeten und in ihrem ganzen Leben noch nie etwas von Gott und seinen Geboten gehört haben. Und so tauft er eines Tages einen Schwarzen. Er taucht den Eingeborenen mit dem Körper in einen kleinen See und spricht: Du bist nun getauft und heißt jetzt nicht mehr Bikilola, sondern David. Du musst ab sofort jeden Freitag fasten. Das heißt, du darfst kein Fleisch, sondern nur Fisch essen. Am kommenden Freitag sieht der Missionar den frisch getauften David, wie er vor seiner Hütte sitzt und fröhlich ein Stück Hammelfleisch isst. Als der Missionar den Schwarzen darauf hinweist, dass das Sünde sei, weil er ja Fleisch gegessen habe, antwortet David lächelnd: Ich habe den Hammel ins Wasser getaucht und ihm gesagt, du heißt jetzt nicht mehr Hammel, sondern Fisch. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.